Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge. Ja, Clash Royale, schon ewig nicht mehr da gewesen, aber das fällt heute mal unter dem Motto, spielst du eigentlich noch? Also ich höre es auch immer wieder, ist immer auch, ne, auch das immer wieder eine Frage, den Livestream, spielst du eigentlich auch Clash Royale, spielst du Brawl Stars? Ich spiele sogar Heyday, also ich habe, glaube ich, auf meinem ganz alten Tablet sogar Heyday, also ich habe, glaube ich, alle Supercell-Spiele am Start. Wobei ich sie genauso bespiele, wie ich Clash Royale hier bespiele. Das ist jetzt nichts Wildes, aber ihr seht das, ich bin nur, das heißt noch nicht mal nur, ich bin erst in der Legendenliga hier mit Level 12. Das ist echt mau, muss ich sagen. Wenig Pokale, aber ich spiele es dann auch eher selten. Ich habe es jetzt wieder ein bisschen angefangen, nachdem ja hier der Pass reinkam. Habe dann mal wieder meinen Kollegen so ein bisschen interviewt. Kannst du mir mal ein Deck zusammenstellen und so weiter. Ich weiß nämlich wirklich nicht genau, was hier teilweise Taco ist, aber ich habe so ziemlich alle Karten mittlerweile ersammelt. Ich habe mir wirklich keine gekauft, ich habe die immer gezogen. Ab und zu sieht man ja mal auf Instagram Bildchen, aber ich denke mal, wir gehen mal einfach ins Gameplay rein und gucken mal, dass wir hier so den einen oder anderen Gegner noch machen oder noch eine Kiste oder so. Also ich muss hier dann auch immer wieder so ein bisschen reinkommen in das Game hier. Und ihr seht, ich kann, okay, fängt mit dem Mega Chest Opening an hier. Die nächste Truhe läuft schon und ich habe nach Erreichen dieser Liga hier, habe ich irgendwie auch so einen Schub bekommen, der jetzt noch läuft. Ich weiß gar nicht, wie lange er noch läuft, aber wir gehen einfach mal rein in die Kämpfe hier. Vielleicht kriege ich das nächste oder die nächste Errungenschaft. Auch hier gibt es ja mittlerweile so eine Art Ladder. Und je höher man kommt, desto mehr bekommt man. Und ich habe die 4000 tatsächlich, ich glaube, gestern erreicht. Und ich habe auch gesehen, dass in meinem Handy dieses Layout gar nicht mehr ganz reinpasst. Ihr seht das so ein bisschen, so den schwarzen Rahmen. Aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Gutes Spiel wünscht er mir. Ja, 12 auf 7. Ja, da seht ihr mal. Ich meine, der ist in der gleichen Arena wie ich auch. Und das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Okay, wir hauen hier rein mit dem Ofen. Also das ist ein Deck hier. Das hat mir ein Kollege zusammengestellt, muss ich dazu sagen. Da bin ich nicht ganz unschuldig dran oder schuldig dran. Das ist jetzt nicht so wirklich mein Deck eigentlich. Und, ja, ich habe jetzt schon ein paar Mal damit gewonnen. Ja? Aber ich muss mich auch immer wieder ein bisschen einspielen und weiß auch gar nicht so genau, was hier eigentlich coole Decks sind oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich schon immer so ein bisschen, was heißt so ein bisschen, ich habe immer ganz gerne schon mal eine Hexe gespielt. So, wir nehmen aber hier den Schweini noch hinterher. Und der Ritter ist jetzt ein bisschen abgelenkt, aber okay. Okay, da kommen meine Schweine aber überhaupt nicht durch. Und aber er kommt hier auch mal so gar nicht durch. Okay, dann können wir hier mal den Magier dahinter setzen. Mal sehen. Oh, da kommt er mit der Queen. Okay, aber ich kriege schon mal ein paar Hits auf den Turm. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und wir kriegen den ersten Turm. Jawohl, wir haben den ersten Turm und verteidigen hier mal ganz, ganz brav weiter. Gutes Spiel, schreibt er da schon. Naja, ich meine, er hat ja noch nicht verloren, ne? Er hat ja noch nicht verloren, aber er klatscht schon mal diese Emojis. Diese Emojis sind eigentlich der Hammer. Jetzt lacht er sich auch kaputt. Ich weiß gar nicht, worüber, dass er hier einen auf den Sack kriegt oder was. Naja, ist egal. Ist egal, machen wir mal einfach so weiter. Und wenn wir natürlich drei Türme holen. Ah, okay, wow, schreibt er da. Ja, ich meine, wieso kämpft denn der jetzt nicht weiter? Er hat ja auch nur Truppen am Start. Und sicherlich gar nicht mal so schlechter jetzt als meine. Aber wir sind jetzt schon am Turm dran. Da hat er, na, was hat er da? Ah ja, okay. 651, ich muss immer gucken, wie viel mein 220 macht. Ja, okay, den kann ich also noch nicht setzen. Okay, dann hauen wir hier einen Hock rein. Und ich denke mal, mit dem Feuerball sollte der Turm hier unser sein. Ein Schlag, jawohl. Und das Ding ist, ja, mein Gott. Mein Gott, Hat er mal Glück gehabt, der Toto. Ne? Also ich muss ein paar Pokale, glaube ich, aufholen. Aber ich bin jetzt schon ein weiter in der Ladder. Da ist er. Jawohl. Was gibt es dafür? Es gibt dafür eine epische Tauschmarke. Okay. Tauschmarke episch. Das mit diesem ganzen Rumgetausche hier, muss ich sagen. Das blicke ich schon, aber ich hab jetzt nicht so viele Karten von jedem oder von welchen. Auch diese Teile hier, die starte ich immer an und spiele sie nie durch. Das ist auch ein bisschen doof. Starte sie mal an. Ich weiß gar nicht, was jetzt davon... Kommt da jetzt so ein Random Deck oder muss ich das jetzt mit meinem... Oh, okay. Dein Deck. Eieiei. Ja, das ist so spiele ich Clash Royale hier. Eieiei. Ja, so... was ist denn das hier? Ah ja, okay. Da müssen wir was tun. Was haut er denn hier? Alter, was haut der denn hier fett rein?
Okay, da muss ich mal Feuerball reinballern hier. Das geht ja mal gar nicht. Donnerwetter. Haben wir beide das gleiche Deck? Das weiß ich gar nicht. Ich habe einige Karten, die ich jetzt gerade im Deck habe, die habe ich noch nie gespielt. Zum Beispiel den Otto hier. Den hatte ich echt noch nie gespielt hier, diesen Elektrodrachen. Heißt der Elektrodrachen? Ja, ne? So heißt der, glaube ich, ne? Okay, da haut er mir jetzt schon mal so ein bisschen was rein. Dann hauen wir hier Luft rein. Okay, da kommt er mit dem Lava. Und ich setze jetzt mal hier so richtig alles auf eine Karte. Gucken wir mal. Dass wir die kleinen Viecher hier vielleicht weg. Oh, wegblitzen ist gut. Den haben wir in jedem Fall schon. Okay, oh, der Elektro da scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Ich habe auch ein Lava. Ich habe auch ein Lava. So, habe ich das gleiche Deck? Habe ich hier vielleicht das gleiche Deck wie der hier? Kann das sein? Oh. Jo. Okay, wir kontern. Wir kontern ganz hart und womit kontert er? Okay, er kontert damit. Die kann ich natürlich auch, kein Thema. Und sind das seine oder meine? Da muss ich, glaube ich, wegblitzen. Ah, das waren seine, okay. Das waren seine. Und ich nehme nochmal wieder den Elektrodrachen. Ob der jetzt gut ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Einmal zur Ablenkung da und dann einmal hier. Aber ich glaube, das sieht ganz. Oh, das sieht ganz scheiße aus. Eieieiei. Die Kleinen muss ich da wegkriegen. Sonst machen die hier. Oh, jetzt hat er zwei Maschinen da. Alter Falter. Dieses Drehteil, das habe ich gar nicht. Kann das sein? Kann es sein, dass der mich jetzt gerade ablenzt? So sieht das nämlich aus bei mir. Alter, dieses Drehteil habe ich gar nicht gehabt, oder? Wie es auch immer heißt. Okay. Das heißt, erste Niederlage, so sehen diese Events hier für mich aus. Gleich ein Kreuz da. Ja, machen wir. Mach ich jetzt da weiter oder mache ich eher bei der normalen Truhe weiter? Weil dieses hier ist ja doch Höhenrausch. Also mich reißt das jetzt nicht in Höhe. Naja, okay, wenn wir schon mal dabei sind, dann machen wir dieses. Ja, so ein bisschen Clash Royale wollen wir auch sehen. Und oder wirklich viele Sachen kenne ich hier nicht mehr wirklich. Muss mich da mal sicherlich wieder einlesen. Und okay, er kontert damit schon. Oder er kommt da mit dem Lava. Ist das immer das gleiche Deck hier? Ich weiß es gar nicht. Ist immer das gleiche Deck? Keine Ahnung. Oder hat er mir. Haut er mir einen Feuerball rein? Was habe ich denn da? Was habe ich? Oh, was war das jetzt? War das ein Gift? Ah, da habe ich jetzt auch dieses Flugiteil, ne? Ist das das? Jo, da habe ich auch das Flugiteil, okay. Und hier haben wir. Oh, der hat bei mir schon gehittet und haut hier einen Blitz rein. Okay, da haut er mir einen Blitz rein. Das ist halt das, was ich jetzt wirklich nicht mehr so dolle kann. Den giften wir hier noch ein bisschen mit durch. Und jo. Dann machen wir es mal so. Pfeile habe ich, okay, die Pfeile habe ich, die habe ich auch immer ungern gespielt, muss ich sagen. Ne? Pfeile waren nie so meins. Und okay, aber Pfeile könnten meins werden. Nämlich jetzt zum Beispiel sind die Pfeile, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ja, passt so. Und, oh, mein Ding feuert da noch. Alter, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Bin ich ganz ehrlich. Aber wir kontern jetzt immer beide hier mit dem Lava-Hund. Aber ich denke mal, er wird ja auch die Pfeile haben, oder täusche ich mich da? Er wird die ja auch haben. Okay, der hat ja immer so einen Ball. Da weiß ich auch gar nicht genau, was kostet der Ball eigentlich. Der Schneeball. Und da haut er mir wieder einen Blitz rum. Okay. Dann ziehe ich das aber jetzt mal rein da. Und wenn er jetzt gleich, er muss ja jetzt auch mit irgendwas kontern da mal. Sonst geht gleich mein zweiter Lava-Hund hier auf die Reise. Den setze ich natürlich jetzt mal ein bisschen eher. Oh, jetzt habe ich da zwei Hunde. Ich glaube, das. Ja, ich glaube, den könnten wir mal gewinnen. Komm, wir kontern. Wir kontern. Ja, oh, okay. Ja, Glück im Unglück. Also haben wir mal einen gewonnen hier. Thorsten, drei Stück. Zählen die eigentlich? Es gibt ja diese Truhe nicht mehr, ne? Es gibt ja diese Truhe, glaube ich, nicht mehr. Und was haben wir da gezogen? Oh, wir haben da so ein paar 50 Stück Skelettfässer. Alter, Falter. Okay. Ja, drei Kreuz haben wir ja noch nicht, ne? Höhenrausch. Alles hier im Höhenrausch. Und ist das wieder das gleiche Deck? Diesmal mit dem Klon und einem Blitz habe ich da gesehen. Kann das sein? Oh, da haut er.
Da haut er gleich was rein hier. Luckys, Luckys, Luckys. Und das Ding hier, komm. Mit was kontert er dort? Oh, shit. Alter. Wie schnell. Ah, also, oh, okay. Okay, Kollege. Jetzt gehe ich aber Luck hier. Alter Falter, jetzt kriege ich aber mal Luck hier. Gerade. Okay. Da versucht er schon wieder. Habe ich hier nichts gegen... Habe ich da nichts gegen? Ey? Oh, ich habe nichts gegen den... Gegen den Shitty hier. Gegen den Loon. Alter, ist der stark, ey. Wie, habe ich keinen Loon oder was? Oh, da kriegt er jetzt schon mein Zweitum. Ich habe keinen Loon. Ist fürchterlich. Das ist Clash Royale und Toto Clash. Ja, da holt er den da wieder raus. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen machen soll. Naja, komm. Wieso habe ich denn keinen? Habe ich da keinen im Deck? Da muss ich erstmal nachgucken. Ich lasse ihn jetzt auslaufen. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr gegen anstinken. Jetzt hat er auch noch eine Rakete. Okay. Wieso habe ich denn da keinen gehabt? Ja. Echt merkwürdig. Okay, mit dem Ballon. Ist der Ballon OP oder was? Also, zweites Kreuz. Nee, geht ja gar nicht. Okay, so. Lava Loon. Jetzt habe ich auch einen. Alter. Und jetzt habe ich auch die Rakete. Ich glaube, jetzt habe ich das Deck bekommen. Was eben mein Kollege da hatte. So. Dann greifen wir jetzt auch mal damit hart an. Und, oh, der geht auch durch. Okay, aber da freest er mich so ein bisschen. Okay. Ich kann natürlich dem Lava jetzt mal gerade nichts entgegensetzen. Er hatte auch noch ein Elektro. Was machen wir denn hier? Knallen wir hier einmal drauf. Was anderes bleibt mir gerade mal nicht übrig hier. Er kommt aber auch ganz gut durch. Einmal die gesetzt hier. Ah, jetzt könnte ich meine Pfeile gut gebrauchen. Ne? Na, da sind sie. Da sind sie auch raus, die Pfeile. Aber hier unten ist er auch jetzt nicht mehr an meinem Turm. Okay. Komm, den raus hier. Der blitzt nicht. Zack. Und die dahinter. Oh, shit. Da hat dieser Luftfliegi mein Teil genommen. Da, ach, mein Teil genommen. Komm, Ballon raus und Blitzknall rein. Zack. Ei, der kommt noch durch. Der kommt. Oh nein, nicht ganz. Die Bombe kommt nicht durch. Scheiße. Ja, okay, da ist mein Turm schon. Also, das sind nicht meine Decks hier, Leute, ehrlich nicht. Aber der Elektrodrache lässt sich genauso ablenken wie in. Lässt sich auch genauso ablenken wie in Clash of Clans. Und komm, ich nehme mal ganz hinten hier meinen Ballon. Und den nehmen wir jetzt mal. Pass mal auf, jetzt. Zwei Frontenkrieg ist natürlich nichts. Ne? Sind wir ehrlich, zwei Frontenkrieg ist wirklich gar nichts. Das kannst du echt knicken. Und den blitzen wir da einmal. Pfeile, 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 Pfeile. Ah, da kommt die Bombe nicht ganz durch da. Okay. Da kommt die Bombe nicht ganz durch. Und... Ah, da. Ah ja, okay, den habe ich jetzt noch gar nicht genommen, diesen Blitzer. Das ist... Also ja, ihr seht das ja selber. Das sind alles nicht so meine Decks hier. Einmal hier die Pfeile proaktiv geworfen. Ja, alles verballert, okay. Aber ich denke mal, den Turm kriegen wir immer noch nicht, okay. Den haben wir immer noch nicht. Können die das da holen? Ich denke mal, ich gucke mal, was die Rakete da schafft. Pfeile, Pfeile, Pfeile müssen da durchkommen. Und da kommt er jetzt mit ihm hier. 14 Sekunden haben wir noch, das ist echt nicht viel. Die müssen wir ablenken hier. Da müssen wir einmal lenken und einmal blitzen, glaube ich. So. Einmal blitzen. Da haben wir seinen Turm in jedem Fall jetzt bekommen. Aber er ist natürlich etwas näher an meinem Turm, glaube ich, dran. Den jetzt zu holen. Als dass ich... Oder ich hole jetzt seinen dicken Turm. Kann auch sein. Kann auch sein. Pfeile müsste ich jetzt als nächstes kriegen. Oder Blitz. Knall ist auch nicht schlecht. Der hat gut geknallt, aber er kommt nicht ganz durch. Okay. Er hat ganz gut geknallt. Ihr hört das hier, was ich hier mache. Ne? Das ist unmöglich. Das ist echt nicht normal. So. Ah, nein, jetzt haut er mir den Blitz da rein. Scheiße. Die vielen Luckys da. Ja, okay. Ich glaube, das ist gewesen, denke ich mal, für meinen Turm. Ja, da ist er weg. Schade. Okay. Damit habe ich drei Kreuze eingeheimst und die Folge wurde jetzt
Wurde jetzt auch ein bisschen länger. Naja. Das war es dann für mich. Unbegrenzte Versuche, wenn man den Pass hat, okay. Alter, na okay, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge, Spaß am Verlieren sehen, Toto verlieren sehen. Und hier kann ich was spenden. Ich spende natürlich auch immer. Und ich lasse mich mal überraschen, wie es in der Ladder weitergeht. Nächste Kiste können wir öffnen und hier kriegen wir, glaube ich, auch was. Ich muss mich wirklich mal wieder ein bisschen einlesen. Aber das sollte eigentlich so eine Folge spielst du eigentlich noch werden. Und ich denke mal, vielleicht können wir das wiederholen. Ich weiß nicht, ob euch das überhaupt noch gefällt. Ich werde die Tage auch mal wieder nach Brawl Stars, denke ich mal, rein switchen und das Ganze auch ein bisschen aufnehmen. Ich glaube, ich muss mein Overlay jetzt ein bisschen abändern, denn mein mobiles Gerät ist etwas schmaler geworden als das alte, glaube ich. Deswegen passt das nicht ganz. Ich denke mal, jetzt war es für mich jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Ich wollte euch das einfach mal wieder nur ein bisschen zeigen. Habt einen netten Wochenstart. Ich habe nämlich Urlaub, deswegen drehe ich auch unheimlich viel vor. Also bis dahin, euer Toto. Flashen.